Es ist Dienstag, das sind immer die Dienstagsdraufgänge und ihr seht eine Handelsflagge, was das wohl bedeuten mag. Hallo zusammen, mein Name ist Fitzfuchs und mit Demon King gibt es mal wieder Sea of Thieves. Hallo, schön, dass du mitmachst. Hallo, danke für die Einladung. Ja, gerne, gerne. Und wir haben überlegt, wir machen ein bisschen Handel, da sind wir beide noch tief, also relativ tief. Ich erst auf Stufe 88 und du hast auch irgendwas um die 50, hast du gesagt, unter 60 oder so rum, ne? 57, ja. 57, da war ich doch gut mit dabei. Wir tauchen mal zu einem normalen See fort, weil wir wollen wissen, was es da für Loot gibt. Hab's nämlich, ich glaube, hab ich es schon mal gemacht, die Tage? Ach, wir werden es herausfinden. So, Anker hoch und hingetaucht. Und dann plündern wir das mal. Ja. Ich glaube, ich muss mein Gesicht mal verändern. Die hat auf der Seite sieht aus, als wenn sie eine Hackennase hätte. Charakteränderung. Geht Why das? not? Ja. Aber dann musst du es halt ingame, musst du also mit dem Game Shop musst du Änderungen kaufen. Ich glaube 499, diese Währung Ach kostet so. Ja, 499. aber musst du dann wieder alles durchklicken? Also Ja. hast du dann wieder diesen Standardcharakter, den du dann einmal so durchdrehen musst? Ja. Okay. Aber du kannst bis zu 12 verschiedene Standardcharaktere kriegen. Du kannst Seite für Seite blättern dann halt. Ja. Also, was ich hatte, ich habe in der Beta, wo man das mal sich so einen Charakter erstellen konnte, habe ich ewig für gebraucht, bis ich einen hatte, der mir halbwegs gefallen hat. Und dann zu Release, als es rauskam, wirklich der allererste. Der allerersten Seite, der allererste, der mir angezeigt wurde, war der, den ich jetzt habe. Rote Haare und der rote Bart. Da dachte ich, ey, der passt ja so gut, den nehme ich jetzt. Perfekt. Wenn du dich mit anderen unterhalten hast, wie lange hast du von der Charakter gebraucht? Oh, ich habe ewig durchgedrückt, bis ich was hatte. Der Charaktereditor lässt auch wirklich ein bisschen zu wünschen übrig. Muss Ja, man. du kannst dann persönlich anpassen. Das finde ich Mittlerweile, extrem ja. schlecht. Du kriegst, nein, nein, nein. Du kriegst nur Vorschläge. Ach so, Du kannst nicht ja. mehr persönlich. Aber du kannst doch, glaube ich, jetzt ein bisschen was machen. Ich glaube beim Gesicht nicht, aber du kannst mit Haare, Augenfarbe, Haarfarbe, du kannst mittlerweile viel machen. Ja, aber Gesicht und Statur und solche Ja, Sachen okay, kriegst du das gar geht dann nicht. wahrscheinlich nicht, ne? Ich will unseren obligatorischen Treffer vorne ab. Ja, ne, wir müssen schon ein bisschen hin. Ja, dann lass mal halt. Ich probiere die gleich mal auf die andere Seite zu stellen, nicht vorne beim Eingang, sondern da, wo die Container sind, also da, wo die Fässer sind. Weißt du, wie ich Ich meine? stehe eigentlich gerne hier, dass wir schnell weg können und nicht so gesehen werden von anderen, aber Port Merrick ist eh so oder so da, ne? Mhm. Och nö, jetzt haben wir wirklich ein Loch. Ich anker da mal, weil ich glaube. Wofür habe ich jetzt 1000? Keine Ahnung. Willst du wegen den Schlüssel gucken, gell? Und die Ja, ich wollte nur gerade die Liederle? erste Welle machen. Nie ganz außen. Zumindest hatte ich hier noch nie ganz außen.
Nee, falschen. Jede Menge Goldsäckchen. Gold kann ich immer brauchen. Ich meine, es ist halt nur so wenig, aber es summiert sich halt trotzdem, ne? Okay, kein Schlüssel bisher. Machen wir unten das Tor auf, dann haben wir das schon mal. Wo ist der kleine Hund? Oh, die sind oben bei mir. Ich hab sie. Kein Schlüssel. Ja, langsam werden die Punkte knapp, wo sie sein können. Hatte ihn auch noch nie, dass er irgendwie in so einem Turm außen war. Das sind ja auch manchmal so hübsche Kisten. Da hatte ich ihn auch noch nie. Also, wir haben hier drin Goldsäckchen und oh, und eine Kiste, die wir nicht voll machen können, weil da nur, ja, okay, aber nur ein, da oben ein zweites, okay. Wo ist denn deine Geist? Da muss nur irgendwo Geist. Ja, im Zwischenstock hier. Ja, dann geht's. Ich suche ihn wie verrückt und fehlt nichts. Die Sachen schon mal an Bord, weil es sind jeweils es gibt ja im Handel nichts Kleines. Weißt du, was ich meine? Also es gibt ja nur so Kisten halt. Und diese Kisten sind natürlich so groß, dass du die nirgendwo reinlegen kannst. Wie zum Beispiel so eine kleine Ricke, wie so eine Transportkiste. Was ein bisschen schade ist. Da könnten sie noch irgendwas entwickeln. Ich weiß nicht was. Mir fällt jetzt auch gerade nichts ein, ja? Irgendwelche Handelsembleme oder so, irgendwas, was. Was wie kleines, so ein Schnürchen oder sowas. Auf jeden Fall irgendwas, was man in diese gilde Kiste packen kann, speziell fürs Vor. Ich weiß, dass da gibt es so Fahrerkarten, gibt es also sowas. Kennst du, wo man früher die Karten transportiert hat in den Behälter? Das kannst du von der Handelsbund auch haben, also. Ah, dunkel erinnere ich mich, ja, der ist hier unten, der Captain. Ja, oh, du bist schon dran, schon. Okay. Na, wo gehst du? Das sind alles nur Lagerkisten, so Kistenversionen halt. Naja, wie ich gesagt habe, ne? Und so. Ja. Aber diesmal relativ viel.
sind so 6 oder 7 Kisten solche. Echt? Mhm. Das ist eine Schatztruhe. Habe ich Klarcreme, Schabi? Ich bin schon mit der Leihkiste unterwegs. Du kannst dann alles zum Schiff tragen, in der Hoffnung, ich bin in der Zeit dann auch durch mit der Lagerkiste. Erstmal gibt es nochmal gute 80 Bretter. Bretter, jo. Guten Fisch und sowas gibt es dann auch gleich. Wir gucken mal, was da drin ist, ja. Ich glaube schon mal gut, dass mein das virtuelle Mischpult die neue. Ah genau, das habe ich gar nicht erzählt im Stream. Ich, ja, heute gab es Grafikkartentreiber-Updates für Nvidia, habe ich installiert. Dann gab es Updates für mein Stream Deck. Das habe ich am Streaming wie am Gaming-PC jeweils, so Stream Deck-Tasten. Da habe ich die neueste Version installiert und dann gab es ein Update für mein virtuelles Mischpult. Das, seit über einem Jahr gab es keine Updates mehr. Die haben jetzt die Treiber, die sie haben, die Audiotreiber von alten Windows 7 Treibern, die sie immer noch mit durchs Dorf gejagt haben, haben sie jetzt geupgradet auf Windows 10, Windows 11 Treiber. Was weniger Probleme machen soll. Nicht, dass ich groß Probleme hätte, aber ja. Zumindest nicht, was das angeht. Und dann dachte ich mir, okay, das machst du jetzt nicht beim Streaming-PC, weil das ist ein riesen Umstand, das dann im OBS überall einzurichten. Mach's mal beim Gaming-PC, da habe ich nicht ganz so viele Audioquellen, die ich dann neu einrichten müsste. Und es hat funktioniert. Also der Gaming-PC kann mit dem neuen virtuellen Mischpult genauso arbeiten wie bisher auch. Und ich habe mehr Features, die ich noch nicht weiß, ob und wann ich die überhaupt nutzen wollen würde. Und gerade eben suche ich eins optisch, was ich im Video gesehen habe. Aber es ist nicht da, aber das ist mir jetzt auch gerade egal. Also wie gesagt, der Ist-Zustand muss wiederhergestellt sein mit neuesten Treiberversionen und das ist er aktuell. Und weil das Ding ist halt, wenn es da mal so ein komplettes Windows-Update gibt von einer Windows 10-Version oder mit 11-Version auf eine nächste höhere Versionsnummer, dann kann es halt auch mal Probleme geben mit älteren, inkompatiblen Treibern. Und deswegen bin ich da immer gewillt, die neuesten zu haben, zumindest was das virtuelle Mischpult angeht. Ja, aber glaubst du nicht, dass dann allerdings eventuelle Faxen macht, dann das Streaming-PC eventuelle Faxen macht, also dass der dann... Glaube ich nicht, also das eine ist halt die größere Variante des Mischpuls, die ich dann natürlich auch lizenziert habe, ja. Und daher, ich habe einfach nur mehr Aufwand. Also als allererstes Mal musst du die Treiber deinstallieren, dann musst du neu starten. Da musst du die Treiber, die neuen installieren und musst, richtig, neu starten. So, und danach musst du wieder in alle Programme rein und musst denen dann sagen, weil die heißen jetzt auch neu. Die ganze Zeit hießen die ähnlich oder gleich. Jetzt haben sie sie logisch umbenannt. Also sie waren immer so ein bisschen, das eine hieß immer irgendwie Input, das andere hieß Output. Dann gab es Output Vario, Input Vario und so. Das war alles so ein bisschen, kann man machen, aber... ist leicht verwirrend oder ist gerne leicht verwirrend. Und jetzt heißen die halt einfach Output A1, Output A2, Output A3, Input B1, Input B und so weiter. Also ein logischeres Schema, will ich damit sagen. Und weniger verwechslungsanfällig. Aber ich habe ja noch die nach dem alten Schema benannt, speziell im OBS habe ich die zugeordnet. Also muss ich das natürlich mir erstmal anhand von Screenshots und Backups muss ich dann gucken, dass ich mir da nichts kaputt mache. Beziehungsweise ich es schnell wieder herstellen kann. Aber das mache ich dann irgendwann mal, wenn ich wirklich Zeit habe. Ja. Weil das virtuelle Mischpult am Streaming-PC zu zerschießen, würde mir schon in der Seele wehtun. Weil das ist dann ein Haufen Arbeit, das wieder zum Laufen zu bringen. Dafür bist du der Fachmann. Ja, zumindest in dem Hobby habe ich mich da ein bisschen reingearbeitet. Ja, das stimmt schon. Ich kann jeden verstehen, der sich mit diesem virtuellen Mischpult auseinandersetzt. Es gibt viele Tutorials im Internet, aber viele sind nur so halbgare, die nur so Halbsachen erklären oder die nicht mehr aktuell sind, weil sich die Version geändert hat. Ich habe mich da lange durcharbeiten müssen, ich habe wirklich 3, 4 Tutorial-Videos gesehen und war nicht viel schlauer wie im Vorfeld. Und war dann auch ein bisschen genervt, weil ich wollte, dass es funktioniert.
Also ich wusste, dass es funktioniert, aber es hat dann nicht so geklappt, wie ich es mir dachte. Und wenn ich mich mit anderen Leuten drüber unterhalten habe, die auch streamen, oh, das nutzt du, oh, das, nee, das habe ich nicht zum Laufen gebracht, das ist blöd. Und so. Also ich verstehe, dass die Einstiegshürde da echt hart ist. Aber wenn du es halt mal zum Laufen gebracht hast, finde ich, ist es eine geile Sache, weil ich schicke halt sämtliche Tonsachen von den zwei PCs übers Netzwerk. Das kann natürlich was, also das zahlt sich aus. Ja, weil sonst müsste ich noch mit, ich komme mal zurück, weil sonst müsste ich noch mehr Soundkarten einbauen in beide PCs und dann wirklich mit einem physischen Mischpult arbeiten und müsste das dann, und das ist immer wieder störungsanfällig. Und dann und da hast du Kabel und die Kabel können auch mal knacken oder irgendwie Interferenzen haben, dann hast du da wieder Störgeräusche auf der Leitung und so. Und dann bist du am Fehler suchen. Das kann man machen, ja. Und auch das funktioniert, aber allein da musst du verschiedene Soundkarten einbauen, mehrere, dass du mehrere In- und Outputs hast. Und. Und das wollte ich alles nicht. Ich wollte das so einfach haben wie möglich. Dann habe ich gesehen, okay. Ja, mach. Dann habe ich gesehen, okay, das geht virtuell. Fuchst dich da mal rein und ich habe es nicht bereut, die Zeit investiert zu haben. Von daher. Für Mischpult, da hat mich interessiert, aber ich will nicht streamen, das mag ich nicht. Also, noch nicht, sagen wir es einmal so. Mhm. Vielleicht komme ich irgendwann einmal drauf, aber ich glaube es nicht. Ja. Aber mir, das, wie heißt das moderne, wo du einfach nur ein paar Knöpfe hast, was Elgato, genau. Das Elgato stehen hast, und dann einfach Programmierungen kannst, drauflegen kannst. Genau, also ich habe ja noch ohne Elgato angefangen. Mhm. Also da gab es noch nicht so viele Elgato-Produkte. Ich habe natürlich schon Elgato-Produkte gehabt. Und das Ding ist halt, diese ganzen Musiksachen und Mikrofone und Mischpulte kamen halt erst später. Und dann hätte ich wahrscheinlich auch Elgato direkt gehabt. Und hätte damit angefangen. Also, ich hatte zu Anfang hatte ich ein Rode-Mikrofon. Weil das Rode ist auch so Standard, ne? Also, Rode kennt man, Rode macht keine schlechten Sachen. Und ich war auch nicht so unzufrieden mit dem Mikro. Aber ich wollte dann irgendwann was Besseres und habe mir dann hier, das ist eigentlich ein sehr bekanntestes Shure SMB 7 Pro. Ne, Shure SMB 7. Oder Shure SM7B oder so. Irgendwie so, also eins von Shure. Und habe ich mich halt auch belesen, weil das ist sehr leise, es ist sehr gainhungrig. Und da gibt es einen sogenannten Fathead, den ich hier dazwischen gehangen habe, der nochmal Phantomspeisung erlaubt von einem Preamp. Und das ist dann nochmal lauter, ohne dass es verkratzt oder verzerrt die Stimme. Weil viele holen sich das Mikro ohne Fathead und haben dann einen Preamp und können dann die Phantomspeisung nicht anmachen. Und dann ist das leise, das Mikro. Und dann drehen sie es halt softwaremäßig hoch im OBS zum Beispiel. Und dann fängt es an zu brummen und zu kratzen. Ich spring kurz vom Bord, weil da habe ich eine Schatzkiste. Okay. Und das sind halt alles so Sachen, wo ich mich halt auch reingelesen habe. Und dann hatte ich zu Anfang auch so ein eigentlich relativ bekanntes Preamp, was viele empfohlen haben. Also Preamp, für die es nicht wissen, man schließt einfach. Also ich habe eine USB-Variante dann. Man schließt per USB ein Gerät an. Das ist dann, wenn man so will, eigentlich nochmal eine Art externe Soundkarte. Und daran kann man dann zum Beispiel ein XLR, das ist so ein Soundstecker, Mikrofone dann anschließen. So, und so habe ich das dann gehabt. Aber das hat immer mal wieder gekratzt oder hat immer mal wieder gestottert oder so roboterstimmenmäßig. Und dann habe ich das umgetauscht. Nee, nicht umgetauscht. Hab ich's verkauft? Ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall, ich hab das nicht mehr. Habe ich mir ein anderes geholt. Von auch einem bekannten chinesischen Hersteller, den ich vorhin dann nicht kannte, aber eigentlich auch relativ bekannt ist. Und da hatte ich aber auch ähnliche Probleme. Und dann war ich da schon lange aus der Garantie raus und hab mich nochmal komplett alles auf den Kopf gestellt, gelesen. Ich habe mich wirklich durch Foren gekämpft. Durch Foren, die hauptsächlich von Musizierenden betrieben werden, also die Gitarre am PC anschließen und so, ne? Und Schlagzeug und Keyboard und alles mögliche mixen und so. Da habe ich mich dann wirklich mal dadurch die vorgejagt, was die so empfehlen. Und dann bin ich bei dem jetzt gelandet, was ich jetzt habe. Ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt, ich muss mal gucken. Presonal oder so.
Studio 24C. Gibt's bei Twitch unten. Habe ich ja verlinkt. Schau hinter die Kulissen, Equipment, da ist es drin. Und dann habe ich mir das geholt und von da bin ich top zufrieden. Nicht, vielleicht einmal in den 3, 4, 5 Jahren, wo ich es jetzt habe, hat es einmal kurz gekratzt oder so. Und das hing wahrscheinlich eher mit dem virtuellen Mischpult zusammen als mit dem Ding. Also, sowas halt. Und so steigert man sich halt rein. Ja, aber in welcher Preisklasse liegst du? Boah, hör mal auf. Also, das preislich darfst du das nicht aufwägen. Also, ich habe hier... muss jetzt aufpassen, damit ich nicht zu weit aus dem Fenster lehne. Also, ich würde sagen, ich habe Top-Equipment. Aber bin weder ein guter Spieler bzw. Streamer, noch habe ich die Zuschauerzahlen, die dieses Equipment rechtfertigen. Aber es ist halt Hobby. Ne? Also... wenn du mal überlegst, also das Mikrofon kostet ja allein fast 500. Ich weiß nicht, wie es aktuell ist, aber als ich es damals geholt habe, waren es um die 450, glaube ich, oder so. Und das Preamp ist, glaube ich, auch nochmal über 150. Also ich sage das nicht, um anzugeben. Nein, nein, nein. Mich bitte nicht falsch verstehen. Ich sage das eher, um aufzulisten, wie verrückt ich bin, was ich hier schon alles ausgegeben habe. Und der Streaming-PC alleine sind ja auch nochmal ein paar tausend Euro. Also was heißt ein paar tausend? Über 1000 Euro. Dann nochmal eine Grafikkarte kam ja jetzt erst wieder rein für knapp 350. Das sind alles so Sachen... das darfst du halt nicht sehen, ja, also wenn du Golfspieler bist und holst dir ein paar neue Golfschläger, die kosten auch ihren Preis, wenn du was Gutes haben willst. Oder Tennisspieler, eine Tennistasche und einen Schläger. Ich weiß, jetzt will ich mir das auch selbst ein bisschen schön reden, aber ich denke, ihr wisst, was ich sagen will, alles kostet ein bisschen Geld, wenn du dir wirklich was Gescheites holen willst. Und zweimal billig ist auch einmal teuer, ne? Dann holt man sich lieber was Gescheites und hat richtig Spaß dran, als dass man sich ärgert. So, was machen wir jetzt? Das hab ich. Weiß ich nicht. Skelett? Vor, oder was? Ja, wir können jetzt nochmal wohin tauchen. Okay, dann machen wir Skelett vor. Okay. Zu zweit geht's eher am Schönen. Okay, ja, ich kann ein bisschen aufs Schiff erstmal achten. Du kannst schon mal anfangen. Moment, Handelsbund, Raubzugseefahrten. da, wir fahren als Skelett fort. Ich hab schon was hinter. Hast du was? Wir haben beide was hingelegt, ja. Ja, aber bei mir müsste es bessere Loot geben, weil ich einen höheren Level habe. Erbst? Ja. Okay, probieren wir es. So war es die ganze Zeit. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei Season 11 sich geändert hat. Ich glaube, der Loot bleibt immer gleich. Loot ist Loot. Na, 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 na. Na, 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 na. Loot ist geil. Ja. Na, 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 na. Ich sing verkehrt, ich was. Och, macht nichts. Ja. Ich hab keine schöne Trellerstimme. Ich sehe nur deine Augenbrauen. Ach, von meinem Charakter? In dir drinnen. Moment, ja, stopp. Das möchten wir nochmal hier... Nie, du steckst nicht in mir drinnen. Das möchte ich nochmal hier festhalten, ja? Dass irgendeiner auf komische Gedanken kommt. Okay, Verzeihung, falsch ausgedrückt. Ich war in dir gespawnt, oder wie? Wie ist das denn sonst? Das klingt auf jeden Fall besser. Aber ich habe nur die Augenbrauen gesehen. Nur die Augenbrauen. Warte mal. Schauen wir, ob da in der Schiff steht. Ich glaube nicht.
Weil vielleicht kriegt man so komische Mappe. So ein Mappenhalter, sage ich jetzt mal. Wo man früher die Maps wasserfest eingeschlossen hatte. Okay. Ich wäre auch gleich nochmal für eine Fahrt mit Skelettschiff. Ja, machen wir erstmal das vor. Die schießen nicht auf uns, das ist sehr komisch. Ja, das wundert mich auch gerade. Jetzt wollen wir die veräppeln? Ich glaube, wir sind so gefahren, weil da war keine Kanone, die in die Richtung geguckt hat. Also normalerweise ist es so, sie schießen auf jeden Fall auf uns. Also sie schießen auf jeden, der ranfährt. Sie schießen nur auf den nicht mehr, der zu nah dran ist. Ja, das kenne ich auch so. Oh, da war es tatsächlich. Ich mache mal die Servicearbeit. Das war wesentlich besser. Durchdreh uns mal. Falls wer käme, wie er rauskommt. Ja, stirbst du jetzt oder nicht? Na, danke. Wo kommen die jetzt ran? Ah, da unten kommen sie jetzt. Hi Mojito. Hi Mojito. Platz 3 in der Zuschauerliste. Hallo? Was kommt bei dir? Ich glaube mal Platz 3. Mein Spaß. Okay, da kommen Geister, die musst du aufhellen. Als Nacht ist, die haben aber Keks dabei, 2 Stück. Das heißt, renn einfach mal durch mit der Laterne, mach sie alle an und ich versuche das Keks zu treffen. Perfekt. Ich glaube aber, einer war noch nicht erleuchtet. Ja, doch. Okay, gut. Der hat Schaden gefressen. Also. Ja, ich gehe mal neue Munition auffüllen. Ja, irgendeiner muss nur da sein. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, einer war nicht erleuchtet. Hallo, Laserlisi! Was kommt bei dir? Ich sehe ihn auch nicht. Vielleicht steckt er irgendwo drinnen. Also, was ist denn los? Karl, eben hast du in mir gesteckt. Jetzt steckt schon wieder irgendwo was drin. Hast du irgendein Steck? Hast du irgendein Steckproblem? Typisch österreichisch. Ist das irgendein? Ist das ein Lego-Fetisch? Zusammenstecken oder so? Kommt da irgendwas raus? Ich liebe Lego. Ich habe das Harry Potter Schloss gebaut. Warte. Ich glaube, ich habe das Skelett getötet, ja. Ja. Für mehr Zeit. Und. Ich lerne ein paar Skelette geben am Keks. Nochmal, kommt. Headshot. So. Oh, da kommt schon wieder ein Kek. Oh. Wie viel Kek kommt man denn da jetzt? Ja, so lange, bis es Bumm macht. Ich muss zur Munition holen. Ich bin wieder hochgehen. Wie war euer Tag erzählt, liebe Zuschauer? Gibt's was Neues, was ihr berichten könnt? Sea of Thieves ist ein schönes Spiel, wo man auf den Chat eingehen kann, weil nicht immer so viel Hektisches passiert. Zumindest mir gerade nicht.
Ist klar. Ich hab schon wieder das Skelett getötet. Kannst du mir das Keck in die Luft jagen, bitte? Danke. Arbeite dran. Ich komme nicht mehr. Müssen wir nur Munition holen? Ich hab keine Munition. Ich auch. Die könnten mal im Krähennest Munition hinsetzen. Das wäre mal ein Patch, den würde ich feiern. Oh, ich werde sowas von draufgehen gleich. Warum? Oh. Ah, ich hab's gewusst. Ich hab freigelassen. Ja, ja, du hast. Ey, bis ich da bin und dich geholt hab, hast du. Doppelkick. Bist du schneller wieder da. Mit der kurzen Respawn-Zeit. Ich guck mal, ob ein Schiff kommt hier. Ich rüste mal Blande aus. Vielleicht hilft die mehr. Ich kann dir ja die Keks wegspringen. So, okay, sind normale Skelette im oberen Bereich, aber ich sehe noch keinen Kek. Das hätte ich schon mal ein bisschen Party gemacht. Mhm. Oh, du bist wieder ein grünes Skelett. Oh yeah, dann passe ich zu ihnen, dann dürfte ich ja nicht auffallen. Also das, wir wissen ja alle, Sea of Thieves ist seit 2018 immer noch im Early Access. Und da können so Fehler auftreten, ne? Wo sind denn die Skelette? Es sind zwei Forts aktiv übrigens. Ne? Oben, oben, oben sind die, oben. Naja. Auch bei dir auch, oder was? Mhm. Ich geh mit einem Sprengfass rein. Aber du willst dich hochjagen, oder was? Ja, why not? Ich sehe keinen mehr. Ja, mal Kugel holen. Ja, mach. Irgendwo muss nur eins sein. Ich habe auch keins. Du wirst es finden. Ich vertraue auf dich. Muss nicht. Ja. Wo bist denn du? Hallo. Ich höre aber auch nichts. Ich höre kein Skelett. Gar nichts. Dann komme ich mal mit suchen. Steht der vielleicht irgendwo außen? Weißt du, dass am Zaun heraus irgendwo steht? Ja, da habe ich nichts. Da oben. Ich hab ihn. Zwei sogar. Also wollen die in der Nähe, oder wie? Also. Alles kann. Okay, sind alle hier außen gespawnt. Ich gehe wieder auf mein Schiff zurück. Mhm. Der Feuerwerkskörperkiste. Du schaffst das. Logo. Und irgendwas bitte. Ach, ich habe ja noch. Nein. Mhm. Ah, außen ist noch einer hier. Ah, da sind noch mehrere. Die sind mir hinterhergerannt. Nächste Welle. Nächste Welle. außen? Ich hatte den Sprengfass. Ja, warte, ich versuch's zu sprengen. Oh ja, ja, nice. Ich hab wieder das Skelett erwischt. Die Wellen sind so fies. Ich brauche jetzt mal was zum Essen. Och, come on.
Ich hab nicht getroffen. Weil das Schiff so wackelt. Oh ja. Hast du dich erwischt? Ich muss loslassen. Ja. Ja, er hat sich hinter mir nur gesprengt. Ich bin nur vorbeigelaufen. Ja, die Wellen waren gerade fies. Macht nix. Ich brauche viel mehr Zeit auf der verdammten Fähre, also. Dafür gibt es eigene Commendation. Glaubt man kaum, oder? Die Frage ist, hier gibt es keine Munition, ne? Schade, sonst hätte ich mich hier in den Turm gestellt. Der wackelt nämlich nicht. Oh, Kettenkugel. Nice. Muss ich sie jetzt mal suchen. Irgendwo müssen sie sein. Sehe keinen. Ich auch nicht, das ist genau das. Brauche ich sehen. Okay. Drinnen gespawnt? Ja, da kann es mal schnell auf der Tier aufhalten. Aber kein Keck mehr dabei, glaube ich. Niemand anders in Sicht. Hier ist noch mal einer. Ich sehe mal keinen. Also, die Tageslichtmuffen sind da. Keck dabei, Keck dabei. Versuch's, ich hab's zu spät gesehen, ich versuch's zu erschießen. Aha. Okay, ich nutze den Moment, um Munition zu holen. Und ich mir um Essen. Dann gehe ich wieder rüber. Weil da wackelt jetzt nicht so. Oh, Big Boy. Na, das sind ein paar Bosse dabei. Ah, ein paar normale Skelette meinst du? Also die Captain-Skelette sind dabei. Oh. Wir nehmen's Keck. Aber lass dich nicht umbringen. Mhm. Also, zumindest einen Schädel haben wir. Ich krabbel wieder hoch. Aber warum ist nur ein... Ah, da. Da ist der zweite. Hat der nächste mit auch, ja. Ist der Boss da? Ja, oder? Jo. Ja. Ich muss zuerst einmal das kleine Vieh machen. Oh, der Hund macht Damage, das ist ja nicht mehr so. Mein Problem, was ich halt hab, also ich will nicht rüberkommen zu dir, weil dann kommt doch plötzlich ein Schiff aus dem Nichts, ne? Ich hab nichts mehr zu essen. Lauf, 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 lauf. Padawan, lauf, 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 lauf. Ja, nur googeln. Nice. Oh, lass uns mal bisschen. Nee, du musst rauskommen, dann kann ich nicht mitballern. Ja, ja. Ja, schon. Oh, da ist er. Irgendwer hat sich was in die Luft gesprengt, eventuell.
Denn was ich habe, ist, er trifft so verdammt gut. Ja, ja, der ist fies. Der ist. Wow, Gott sei Dank hat er mich ins Wasser geschubst. Kannst du versuchen, dass du auf den Turm raufgehst und mit die Kanonenkugeln anvisierst? Da schießt, glaube ich, keine Kanone rüber. Ach, bist du tot oder wo bist du? Nein, ich bin im Wasser, Ich habe keine Muni mehr. Nein, ich versuche nur vom Wasser an anzugreifen. Warte kurz. Das geht nämlich auch wunderbar. Na, jetzt schiebt unser Schiff weg. Das ist scheiße. Wir haben nur nichts mehr zum Essen. Wir werden gleich sterben wahrscheinlich. Die Insel ist doch voll. Wow. Ich war noch nicht einmal bei dem Typen, Alter, und der hat mich getroffen. Der hat mich weggehittet. Was kriege ich das hier? Ist er bei dir? Ja, sehr schön. Jetzt schießt er uns ins Wasser. Tür auf. Und da müsste es das Looten kennen, glaube ich. Genau das habe ich gemeint. Mhm. Genau das habe ich gemeint. Das bringt 15.000 oder so. Plus Boni. Ja. Plus Boni halt, ja. Mess mal die wertvollen Sachen mit. Soll ich hucken gehen oder Drox? Oder? Lass uns erstmal alles hintragen, dann geht's schneller. Mhm. Ja. Oh. Ist sie mit feinem Gewürz? Schatztruhe haben wir da, damit wir die Köpfe reingeben können.
liegen da, ne? Wir liegen in dem Haufen drinnen. Die kannst du herausfischen. Die visiert er ja an. So schlau ist das Spiel. Muss man ihn lassen. Haben sich gemausert. Performance-mäßig definitiv. Performance-mäßig definitiv. Ich muss schauen. Das soll das gewesen sein, ne? Sollte es eigentlich gewesen sein. Ja, kannst du hucken, ich buddel das noch aus, was hier. Den Nasenschlüssel habe ich auf den Haufen gelegt, also. Eine Grünfläche. Okay. Nicht gesagt. Kannst du das eine direkt aufschließen? Das zweite ist an derselben Stelle, deswegen habe ich jedes Mal das gleiche Geräusch gehört. Oder an der ähnlichen Stelle, ja. Deswegen wollte die Engine mir ein neues an derselben Stelle ausbuddeln lassen. Oh oh. Ah ne, okay. Es ist kein Kick. Ja, aber wieder so ein Commendation-Ding, wo wir auf den Siebhof bringen müssen. Der nächste war da in der Nähe. Steven Spoils. Der Steven Spoils ist nicht der bei Snake Island in Mitte. I'm looking to sleep. Steven Spoils, ja. Du sagst, du hast kein Essen. Oh. Und die Fässer sind voll. Das ist mittlerweile wieder voll. Wir haben einen Schnitter. Und arme fort auf the Damp. Eieiei. Wir sollten schauen, dass wir das Zeug auch geben und dann. Tauchen. Ja, wir haben einen Schnitter, haben wir da. Und Fünfer, der sieht uns garantiert. Ich glaube, der sieht uns wirklich nur, wenn wir auch fünf sind. Ich hab letztens. Klingt jetzt. Ich habe einen gefragt, ob er der sagt, ob Level, sobald er Level 5 ist, sieht er alle. Und sieht ja alle, ob das Level 1 ist oder nicht. Das okay. Ist wurscht. Ich muss leider drehen, weil sonst kommen wir an den Loot nicht drauf. Ist nur was dort oder nicht? Dürfte alles eigentlich sein. Okay, wo ist Steven Spoils? Na toll. Ja, das wäre ziemlich doof, da jetzt hinzufahren. Das wäre ziemlich doof. Wir müssen noch eins einsammeln, dann sind wir Stufe 5. Aber ich würde gerne die Karten verlassen, ohne den Reaper. Tja, das geht aber nicht. Aktuell müssen wir erst abgeben. Hier. Wo ist denn der nächste Outpost? Direkt neben uns. Östlich. Ost-Südost. Direkt neben uns. Aber ich hätte, wie gesagt, wir lassen ganz viel Geld liegen. Wir müssen nur noch eins irgendwie einsammeln. Und wenn es an irgendeiner Insel irgendwas ist, weißt du? Oder im Vorbeifahren an irgendeinem Möwending was einsammeln. Wir ärgern uns dämlich. Ja, wie gesagt, wir können, wenn es willst, können wir wohin hinfahren. Weil der Reaper ist noch weit genug weg, der ist am Schneiderversteck. Bis der herkommt, dauert das. Das ist ein Dings. Sonst fahren wir rechts, da war eher Insel, oder? Nee, das ist Balls of Plenty. Lass mich mal lenken, komm. Nein. Okay. Ich hätte da oben gemeint. Da drüben. Rechts von uns war jetzt eine Insel. Ja, nehmen aber die ist ziemlich weit weg. Haben wir einen großen Umweg. Kommen wir da runter, ich habe mal so eine Idee. Okay. Wir bringen das Zeug einmal unter Deck, oder? Aktuell ja. Ja, mich geirrt, du hast recht.
Der Schnitter macht dann schon nicht das Fort auf der Damp. Okay. Da links leuchtet was. Och nö. Und den Captain haben wir auch noch. Oh yeah, es ist sogar Zucker. Nö, wollen wir die jetzt veralbern? Ja, wir müssen den Captain umlegen. Ja, mach doch. Damit wir Lagerkiste kriegen. Hat gereicht. Jetzt sind wir voll. Na dann lass uns fahren, oder? Wir machen den Captain jetzt. Das ist nicht nur. Ja klar, wenn er da ist, mach ihn. Drehen wir uns denn jetzt noch? Oh nein. Die lassen wir stehen. Nein. Wir machen das jetzt. Nicht? Okay. Wir leben jetzt am Limit. Aber gehen wir zuerst bitte den Ludo, bevor wir das machen. Warte, wir sind noch verrückter. Wir sind jetzt richtig verrückt. Oh. Da musst du jetzt durch. Wo ist der Schnitter? Okay. Wo ist der Schnitter? I'm fall of the dam, perfekt. Hallo Arthur, hallo. Ein Reaper Stufe 5, kann alle Botschafter sehen. Danke dir, danke dir. Ja, aber ich dachte erst, wenn wir auch 5 sind, aber... Ist okay, ihr habt mich überzeugt. Arthur, nicht so grob. Jetzt ist noch ein Schüler. Nee, ist er nicht. Hm. Der kann besser zielen als ich. Und ich kann's gar nicht. Übung, alles Übung. So, was machen wir denn jetzt? Gute Essen lassen wir mal da. Okay, du wirst jetzt die zweite holen. Ja, oder? Auf jeden Fall. Gut, ich würde kurz mal eine runde Toilette machen, wenn's passt. Mach das. Ich krieg uns dahin gesegelt. Bis gleich. Es sind übrigens wieder zwei Forts aktiv. Das Fort gedämmt und das ist noch irgendwie normales. Also wir haben jetzt schon eine Kiste und sind sichtbar. Und da holen wir uns die nächste und sind sichtbar. Doppelt sichtbar. Dann geben wir den Loot ab, unseren normalen Loot. Danach geben wir beim Schnitter ab, dann geben wir bei Stevens Balls ab, dann machen wir nochmal Skelettschiffe und dann gucken wir, was die Uhr noch sagt. Wobei Skelettschiffe, mal gucken. Vielleicht heute nicht mehr.
Leider etwas Gegenwind. Da müssen wir durch. Ja, wenn uns ein Reaper im Hintern klebt, dann... Oh, wird's hart. Aber es geht schon. Jetzt haben wir mittlerweile 2 Reaper-Schiffe. Aber der eine sieht uns noch nicht, oder? Ja, der ist an Level 3, aber das geht relativ flott. Oh, der ist aber ziemlich nah, oder? Mhm. Wir halten sie beide relativ... Oh, es geht, es geht, es geht. Auf einer beim Form of the Damp und wir sind da heroben. Aha. Man muss ja ganze Stück segeln. Gegen den wieder mal. Er würde lachen, das ist garantiert ein Schiffswrack, oder? Ja klar, ist immer ein Wrack. Ja, garantiert. Ist immer ein Wrack. Ja, ist garantiert. Heute noch sauber weg. Wenn du so geschaut hast, ist er am Kartenrand direkt. Mhm. Also, zum einen zum Vorteil, zum anderen zum Nachteil. Ja. Wo ist er nicht gut dabei? Ich habe überlegt, es gibt noch so ein 3D-Plugin, dass man so Szenen 3D machen kann. Da könnte ich die Webcam noch so ein bisschen schräg stellen, weißt du? Dass sie noch so dreidimensional nach hinten kippt. Ja, kam ich aber heute nicht dazu, das mal auszutesten. Ich sage dir, du hast einmal irgendwas gesagt, dass die Kamera die verfolgen kann, wenn du das Gesicht drehst oder so, oder? Nee, habe ich glaube ich nicht. Okay, dann war es nicht bei dir. Oh, das mehr verändert sich. Dann war es nicht bei dir, aber es gibt ja die Kameras, die können dein Gesicht ja nach, also wenn du das Gesicht wegdrehst, drehen sie sich in die Richtung, wo du dich drehst. Ja, nee, das kann man Kamera nicht. Also, ich habe noch eine Streamerin, der ich ab und zu zugucke, eine ganz nette. Die macht auch so VR Beat Saber und so als. Mhm. Und dann hatte die es mal so gehabt und ich habe sie gefragt und sie konnte mir es, ich glaube, sie hat es nicht selbst eingerichtet. Ich will ja nicht zu nahe treten, aber sie konnte es mir nicht erklären. Und wenn sie es selbst eingerichtet hätte, dann hätte sie es mir erklären können. Sie hat nämlich wirklich geschafft, dass es so aussah, als würde die Kamera sich um sie drum herum bewegen. Obwohl sie in der Mitte steht. Und dann habe ich halt gefragt, wie sie das gemacht hat. Und dann kam nur mit zusammen, ja, mit 2 Kameras irgendwie. Dachte mir, aber wie soll das denn gehen? Also. Weil das sah. Ich schätze mal, die hat vielleicht an der Decke so einen Ring, wo sie zwei, also so Laufschienen, wo 2 Kameras sich im Kreis umgehen. Glaube ich nicht. Also ich glaube, die hatte einfach, oh ne, direkt 2 Haie, wollte mich verarschen. Ich gehe davon aus, es muss irgendwie gewesen sein, dass die Kameras, also es vielleicht 3 oder 4 Kameras waren und die haben dann quasi per Software, haben die dann immer so ein Stück abgeschnitten, weißt du, also sie haben dann so quasi so einen fließenden Übergang gehabt. So kann ich es mir technisch erklären, ohne es zu wissen, wie es geht, aber ich hätte halt gerne Know-how gehabt, weil ich habe gesehen, dass es um die drumherum sich bewegt. Und da war also, okay, ich will wissen, wie hast du das gemacht? Hast du jetzt wirklich, so wie du gesagt hast, so eine Art Kreis und da fährt die Kamera drumherum? Oder wie geht das? Man muss aber auch dazu sagen, die war da in ihrer Beat Saber Montur. Was? Und die leben ja beide noch? Ich dachte, hättest du getötet. Nö, ich hatte aber einen Schoßen drauf. Okay, das wusste ich nicht. Sonst haben sich beide tot gewesen. Also die war auch in ihrer Beat Saber Montur mit der Brille auf und so, dass die jetzt keinen Bock auf ein großes technisches Gespräch hat. Kann ich dann auch verstehen. Aber ich glaube, wenn sie selbst eingerichtet hätte und auch diesen Fokus auf Technik hätte, hätte sie auch Spaß dann gehabt, es mir zu erzählen, weißt du? Logo.
Dann hätte es halt gewusst, wie es geht. Und ja, also wie gesagt, ich will nicht zu nahe treten. Macht einen sehr guten Job, ist eine sehr nette Dame, ich gucke dir gerne zu. Warum brennt es bei uns? Nein, ich habe vergessen, das Essen runterzuholen. Ich hab Essen draufgelegt. Ich hab schon wieder einen Heil bei mir. Ich brauch was zum Essen. Wo brennt's denn? Brennt's oben? Es brennt sogar oben. Ja. Obwohl es regnet. What the hell? Okay, da war ich jetzt selbst dann schuld. Was brennt denn jetzt noch? Nichts, was ich sehen würde. Kannst du das dann looten, das Zeug? Müsste ich das wahrscheinlich auch mal. Da liegt ja immer noch Schweinefleisch drauf, aber ich hab's doch runtergenommen. Meine Fresse. So, haben wir jetzt alles. Haben wir schon die Kiste gefunden? Ich bin gerade unter Deck. Okay, ich schwimme auch nochmal runter. Ja, Kiste habe ich schon gefunden. Wir haben die Reaper-Kiste, habe ich. Dann haben wir nur zwei Kisten unten. Sehe es gerade. Guck mal, die wertvollere zuerst. Zauberstab nehmen wir auch noch mit. Muss ich auftauchen, sonst. Gut, ich fange dann jetzt gleich an zu hucken. Du kannst dann noch zweimal runter. Das Schiff erst noch drehen. Und Hai ist wieder da. Oder immer noch. Boah, Gott sei Dank haben wir mich vorher geheilt. Gibt's ja nicht. Schaust mir du wegen auf die Karte auch, so dass sie dir jetzt anschlägt. Jetzt huck ich erstmal. So, also ein Schnitter ist beim Schnitterversteck, der andere macht sofort auf der Dämmt. Na ja. Oh, schon wieder ein Hai, ich bin gleich tot. Garantiert. Ja. Ja, bin tot. Ist der Hai hin? Zurück. Wird nur mehr der Zauberstab. Magic Stick und dann geht's. Okay. Dann haben wir alles. Ein Hai getötet. Bis auf Fische und sonst irgendwas. Haben wir dann noch der Fisch hier? Mal ein bisschen hier was wegkochen. Wo wollen wir denn dann hin? Gute Frage. Jo. Da runter wieder, ja. Sanctuary. Südwesten. Ich schau gerade, ob ich ein bisschen was ausklauben kann. Aus die Fässer noch. Ach so, stimmt, habe ich gar nicht da gedacht. Was. Muss ich jetzt hier auftauchen, sonst überlebe ich nicht lang. Ja. Na komm, das schaffen wir bis oben.
Ja, nehmen wir den Magic da. Dann haben wir es. Mhm. Kannst schon fahren, ich komm gleich noch. Ich dreh grad schon. Das Fleisch im Auge. Okay, ja, ich glaube, es ist das letzte. Ja. Ist doch zum Kotzen. Wir sind hochgefahren, ja, Gegenwind. Wir fahren runter, Gegenwind. Das ist so fucking oft in dem Game. Wir haben alle Zeit der Welt, es gleich hochzutragen wieder. Also erstmal alles runter. Wäre der Gerduf da nicht gescheiter gewesen, eventuell, wenn wir umgefahren? Außenbolzen, gell, lass mal los. Dann lass mal los. So, wir können auch zu der Gerduf. Nö, nö, passt ja noch. Da war ein wenig ein Splendid, wo ist denn jetzt da? Na, passt eh, braucht mehr Sanctuary, mehr Spoilers. Aber Plenty ist eh gleich daneben. Nee, eben nicht. So, schon. Schau mal. Steven Spoils brauchen wir. Achso, Steven Spoils. Okay, Steven Spoils ist. Ja, genau. Das war das. Was ist du? Bei Steven Spoils so viel Gott. Lass los. Oh, da unten. Hätten wir nicht so viel Loot, würde ich sagen, wir machen das Skelettschiff jetzt, aber wir wollen abgeben gehen. Jo. Das ist übrigens das maximalste Lebensmüde, was wir machen, ne? Jo, definitiv. Gut, wir könnten jetzt auch noch sagen, wir machen es Fall of the Damned und versuchen die Schnitter unten umzubringen. Das wäre noch lebensmüder. Ja, also das wäre notdämlicher. In der Steigerung ist immer noch drin, ja, okay. Das ist wie ein... Aber siehst du, die stacken gerade das Fall of the Damned, stacken die gerade. Stacken? Ich glaube, die kämpfen drum, oder? Oder die fahren jetzt die, zu uns hoch. Aber es sieht so aus, als betteln die sich. Das könnte möglich sein. Ja, wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. Können wir nachher gerne machen. Eine auf. Wir haben so viel Loot. Wir schnell mal untergehen. Nachher, noch ein Abgeben. Können wir uns dann, oder? Weiß ich nicht, also wir haben ja die Botschaftermission gleich. Würde ich zumindest mal annehmen wollen. Mhm. So, wo ist es denn? Ist es da? Oh. Ist es da drüben? Ich sehe es gerade nicht. Cool. Hast du mal geschaut, was ich für Dings gefunden habe, für Flaschenpost? Canning Cove? Cool. Den mache ich nachher.
im Auge. Ist der besonders oder was? Ja. Sieht so aus. Grad, ne? Das ist also so ein Boss, wie man beim Vorkampf. Kannst du mal markieren, wo ist denn Cannon Cove? Hier oben, oder? Lone Cove, Cannon Cove, da drüben. Da können wir gerne noch dranhängen, wenn ich noch fit bin. Ja, sonst mache ich es alleine nachher. Das macht nichts, der ist ja schnell. Das ist also so. Was ist das für ein Hai hier? Man beim Rücken. Will ich Segler wegen einholen? Nee, wir müssen den Loot abgeben. Am Schluss kommt noch der Kraken dazu oder so. Nee, wir fahren ganz normal weiter. Der Hai ist jetzt halt da. Wenn ich ihm eine mitgeben kann, dann gebe ich ihm eine mit, aber speziell fokussieren tun wir den jetzt nicht. Du lieber, dass wir richtig segeln. Naja. Okay. Ich schau. Wir müssen beim an Skelett fahren jetzt nur vorbei und dann links. Mach keinen einfachen Fahren, da kenne ich nix. Schade. Jetzt sind wir zu nah am Ding vorbei. Okay, jetzt haut er ab. Schade. Schade. Dann ist er gleich da. Vor uns. Ich sehe dabei kein Schiff. Sein, dass er doch noch kommt. Ja. Na, jetzt ist er weg. Schade. Ich habe ihn doch ganz gut erwischt. Naja. Die Schnitter betteln sich. Dann. Hochholen, scheiße. Hol die Segel nochmal, wenn ihr. Ein Drehwurm hier. Glaube ich sofort. Wir gehen mal rauf. Okay.
Okay, ich glaube, ich müsste alles hochgetragen haben, was da hier abgeben kann. Doch, wir können es eigentlich abgeben. Oh, die Kisten nicht. Oh, pass auf, ich gebe jetzt das Schriftroller. Eine Schriftrolle zeigt aber nicht da. 10.000 plus 15.000. Ah ja, da oben, ja. Ja. Die Botschaftermission holen. Das Ding ist, es dauert so lange, bis er in der Mitte alles anzeigt. Ich habe noch nicht Level 100 geschafft bei Goldsammler, schade. Weniger als ein Viertel. Dachte. Eine Kugelkiste bekommen. Ja. Und die Botschaftermission. So, was haben wir? Vom Dagger 2 von Terry von der Taverne. Und was haben wir hier noch? Three Pieces East. Da müssen wir dann wahrscheinlich hin. Das ist die Posten, ja. Three Pieces East ist doch herüber. Die Segel dann mal vorne um. Nein, wir müssen bei Terry noch die Wachen und Waren abholen. Aus der Bar. Die vier Kisten hier. Nur ja, deswegen war ja vorne um gesegelt. Nee, die ist doch hier, die ist doch hier viel näher. Achso, ja. Bei dem Außenbossen. Müssen wir genau dort da geben. Bei den Tree Pieces, klar. Wo man den hat. Du kriegst nochmal in der Regel eins, wo du da hast und das. Da kommt ein Raid mit zwei Personen rein und ich glaube, das ist zu niedrig, dass es einen Raid Alert triggert. Aber trotzdem danke dir für deinen Raid mit Bonsai. Und schön, dass du reinschaust. Ich glaube, im Raid im Bot ist es so eingestellt, dass er bei zwei nicht anschlägt. Ich glaube, ab drei. Und hallo an dich und deinen einen Zuschauer. In der Regel, weil jemand ja selbst mit. Was habt ihr gemacht? Erzähl. Danke dir, Traum. Sea of Thieves. Reschen in die Haie, ja, das kenne ich. Das kenne ich. Halt nichts mehr aus, die Jugend von heute. Jo. Sea of Thieves. Ja, das dachte ich mir. Ich meine, was habt ihr gelevelt? Habt ihr Schiffe versenkt? Habt ihr Goldsammler gemacht? Athena. Oh. Ah, du hast das letzte? Okay. Na, ja, das hocken wir mal lieber. Stoffe. Oh.
Athena! Ah, sehr schön. Sehr schön. Da brauche ich auch noch viel. Okay, also battlen die sich noch oder hat einer gewonnen? Es hat wohl einer gewonnen. Der Fünfer, der Dreier ist wohl untergegangen. Okay, jetzt geradeaus. Segel ist, Anker ist oben. Mhm. Ich hab's markiert, Helvis. Wir müssen jetzt. Wir fahren jetzt erstmal geradeaus. Three Pieces ist rechts von uns. Ja, ist egal. Okay. Ich will jetzt nicht mehr sichtbar sein. Ah, okay. I'm understand. Schnell gemacht mit einem Fort am Ende, ist mega cool. Ja, 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 ja. Das ist echt schön gemacht. Das stimmt. Du darfst ballern. Ich zieh die Segel noch wegen hier. Nee, fahr weiter, fahr weiter, fahr weiter. Wenn das Schiff was von uns. Wenn das Schiff was von uns will, dann kommt's mit. Wenn wir es versenken, dann würde ich stehen bleiben. Aber ansonsten kann man jetzt weiter den Kram abgeben. Zählen kann ich noch. Das muss nur sein. Ist ja was. Schlag ein, schlag ein, schlag ein, schlag ein. Sowieso noch ein bisschen Segel brauchen. Und mein Loot können wir dann gleich bei den Schnitter geben. Ach so, das ist egal, naja. Ja. Außer die, außer die Handelssachen. Ne, die Handelssachen, nee, das ist logisch. So hast du die Kiste da hinten hingestellt. Ach so, dass sie uns nicht treffen können, meinst du? Nein, damit es nicht zerbrechen. Mancher, mancher. Ein bisschen Wasser müssen wir unten lassen, sonst verdrecken die Pflanzen. Kannst du machen, ja. Neu. Okay, also alles, was Handel ist, tragen wir runter, den Rest lassen wir oben. Okay. In der Mitte dann direkt. Hier du, da werden wir den Anker hoch. Ah ja, gute Idee. Weiterfahren, weiterfahren, ja, ja. Umdrehen. Wo müssen wir denn hin? Jetzt haben wir so lange gedreht. Einmal komplett um die eigene Achse. Ungefähr da, wo der Schädel ist und fährt auf der Dämpf. In die Richtung auf jeden Fall. Okay. Jetzt geradeaus, jetzt geradeaus, jetzt geradeaus, jetzt geradeaus. Mhm. Bin dabei. Ich muss aber nur auf den Mann ausprobieren.
So, was wollte ich? Ah, genau. Die Kiste wollte ich noch hochholen. Das ist ein Fisch. Die Seitenleiste. Wenn du willst, kannst du es mal in den Chat schreiben. Ausrufezeichen. Sloop. Oder Schaluppe. Sloop. Geht beides. Aber Sloop ist kürzer. Tada. Oh, okay. Cool. Das war nicht ganz so einfach. Ja, das glaube ich gern für die Programmierung. Weil, also im Prinzip ist es schon einfacher, aber das Ding ist, also ich hätte eine Variable machen können im Bot. So, das wäre das Einfachste gewesen. Das Einfachste wäre es gewesen, ich habe eine Variable im Bot und diese Variable wird abgegriffen und zählt das dann hoch. Das wäre das Einfachste gewesen. So. Aber dadurch, dass ich das mit Stream Deck gemacht habe, also mit den programmierbaren Tasten, habe ich quasi eine Textdatei auf dem PC und diese Textdatei wird mit einer Zahl befüllt. Und wenn ich auf eine Taste hier drücke, wird die Zahl 1 hochgezählt. So, und das OBS, die Streaming-Software, greift diese Textdatei permanent ab und merkt, wenn sich da was verändert. Verändert sich was, updatet der die Zahl hier in dieser Seitenleiste. So, dadurch, dass ich so verrückt war und das nicht auf Variable umstellen wollte, weil ich hätte theoretisch gesehen auch eine Taste machen können, die die Variable hochzählt im Stream Deck von dem Bot. Das wäre auch gegangen. Aber ich wollte diese Textdatei belassen. Also muss ich mir was basteln. Oh, ist hier gerade untergegangen. Muss ich mir was basteln, das erstmal die Zahl einliest aus der Textdatei, die dann 1 hochzählt und wieder die Textdatei reinschreibt. Das macht dann quasi der Bot, sobald du diesen Befehl abschickst. Der liest quasi die Textdatei ein, guckt, was ist drin, zählt die 1 hoch und schreibt sie wieder rein. Beziehungsweise zieht sie 1 ab, wenn du es Loop minus machst. Aber was meinst du mit einer Variable? Sorry, wenn du da so blöd fragst. Ja, okay, ich bin ITler, ich weiß, was das ist, aber ich muss verstehen, dass das auch andere Leute erstmal sagen, hey, was willst du eigentlich von mir? Ja. Eine Variable ist quasi eine Bezeichnung, die du nimmst. Wir nennen die Variable jetzt zum Beispiel Sloop für Schaluppe. Und die ist dann in dem Bot drin gespeichert und die hat einen gewissen Wert. Und die ist dann nur in diesem Bot drin gespeichert, diese Variable. Also nur in der Datenbank von dem Bot ist dann diese Variable drin. Und die kann ich einen beliebigen Wert geben. Ich könnte auch sagen, ich könnte programmieren Sloop, Leerzeichen 10. Dann würde, und dann könnte er, wenn ich das einprogrammiert habe, dann diese Variable auf 10 hochsetzen. Sowas zum Beispiel. Das ginge zum Beispiel auch. Aber. Oh, da ist noch was im Wasser. Ein Schädel. Geh mal ab. Und es wäre, also theoretisch gesehen, hätte ich so konsequent sein sollen oder müssen, das umzustellen, alles auf den Bot und dann einfach die Stream Deck-Tasten auch so programmiere, dass er die Variable vom Bot befeuert, hätte ich mir die Textdatei auf der Festplatte gespart. Ja. Okay. Wieder stelle ich das irgendwann nochmal um, aber so ist es ja auch funktional. Es ist halt nur doppelt gemoppelt. Ja, ne? Doppelt gemoppelt, dass er halt die Datei auf der Festplatte beschreibt. Und jetzt, wir haben 10.000 plus 50 gebraucht, ne? Finde ich gut. Naja. Lass mal Anker unten, wo wir noch ewig weiter treiben. Da ist nichts drinnen. Wie viel Schnitterruf gibt's denn eigentlich? Die Schnitter wurden auch erst reingepatcht, ne? Die gab's auch nicht von Anfang an, glaube ich. Ne, Schnitter sind, glaube ich, erst nachgekommen. Also das muss man hier Microsoft bzw. Rare schon lassen. Die haben über die Jahre immer ordentlich Content nachgeliefert. Komplette Fraktionen, immer wieder kleine Story-Häppchen,
Dann diese Crossovers mit Monkey Island und Pirates of the Caribbean und jetzt nochmal nach Jahren umgekrempelt mit Season 11. Die PlayStation kommt dazu. Und dann hoffe ich auf neue Gebiete, habe ich schon ein paar Mal erwähnt. Also bin ich mal gespannt, was kommt. Ja, mit 12 wird's, also Season 12 wird es noch nicht kommen. Ich glaube auch nicht. Vielleicht dieses Jahr noch, aber oder nächstes Jahr eher, dass neue Gebiete kommen. Aber ja, Matt Bonsai, das wie gesagt, wissen wir nicht. Also wir haben ja nur ein bisschen gefachsimpelt, jetzt kommt ja die PlayStation neu dazu mit Season 12. Dass die PlayStation-Spieler auch sehr viel spielen können. Und das Ganze auch mit Crossplay. Und dann wären sie ja schön doof, wenn sie direkt jetzt sagen würden, und jetzt kommt neuer Kontinent, also was heißt neuer Kontinent, ein neues Gebiet mit in einer Eisregion im Norden oder im Süden, neben Devil's Roar, kommt dann was Asiatisches hin oder so. Das ist alles, was schon mal mit Artworks so ein klein bisschen geteasert wurde, dass sowas in der Pipeline ist. Was ist mit der Geige? Es gibt auch Artworks zu der Geige als Instrument, die gibt es ja auch noch nicht, ne? Stimmt. Ja, aber die haben es halt nicht in der Beta gegeben. Nee, aber ich glaube, die gibt es im offiziellen Artwork-Book, die Geige. Aber angeteasert wurde es damals schon, oder? Das kann gut sein. Das kann gut sein. Also kann sein, dass das alles noch kommt. Aber ich würde jetzt erst, also ich würde, es muss ja irgendeine Art von Content in Season 12 kommen. Es wird ja nicht nur kommen, oh, ihr habt wieder 100 Level und irgendwelche Cosmetics, die der Praktikant in der Mittagspause gebastelt hat. Nee, sondern da muss ja ein bisschen was kommen. Aber ich glaube nicht, dass so der große Wurf kommt mit, ach, und jetzt habt ihr übrigens noch neue Gebiete und so. Das würde, glaube ich. Wohin? Ja, zu Steven Spolz jetzt. Also okay, nach Südosten. Ja. Okay. Lieber nimm Fall of the Damned. Ja. Ist ja egal. Danach fahren wir zu Three Paces East. Deswegen, also bisher behält sich die Gerüchteküche bedeckt. Und also allein aus logischem Verständnis würde ich sagen, weil die PlayStation-Spieler erst dazukommen. Und die sollen ja dann auch neuen Content bekommen, aber die sollen ja auch erstmal die Chance haben, das Spiel erstmal in seiner Facette so zu erleben. Das heißt, wenn die jetzt quasi mit Season 12 dazukommen und das heißt, und jetzt gibt's neue Gebiete mit dem asiatischen Gebiet ganz unten, was weiß ich, 20 neue Inseln und da passiert noch das und das oder oben diese Eisregion mit Schneestürme und so, dann würden die PlayStation-Spieler würden sagen, oh cool. Aber ich habe ja erstmal noch genügend andere Sachen zu tun. Ich bin ja erst Stufe. Ich bin ja noch keine Piratenlegende und. So meine ich das, ne? Wenn aber mal so ein halbes Jahr ins Land gegangen ist und dann kommt das, dann kommen nicht nur die PC-Spieler und die Xbox-Spieler wieder zurück wegen neuem Content, die vielleicht eine Pause gemacht haben, sondern halt auch die PlayStation-Spieler. Ne? So. Mhm. Da kommen wir schon vorbei. Mal größer Post. Wir fahren unterhalb von Snake Island vorbei. Mhm. Dass ja, das nicht, dass gedacht. Die denken, wir wollen Beef. Wir wollen eher ein Ding. Egal. Asche-Ding wäre da gewesen. Aber wir haben zu viel zu tun. Wir müssen weiter. Haben wir überhaupt noch genügend Wasser unten drin? Normalerweise dürfte nur was unten sein, ja. Und das reicht, ja? Kannst du was? Ja, kannst meistens was dazugeben. Oh, das machen wir so. Jetzt rum. Das ist, also. Das habe ich aber auch noch nicht erlebt. Los. Dass zwei geile Forts aktiv sind. Der Fort of Fortuna
Das ist der eine. Ja, ja, aber das da hinten ist, das da hinten hat auch eine geile Kiste. Du kannst. Es hat keine grünen Augen. Fort of the, okay, bei Fort of the Dam kannst du normalerweise einen Stack machen. Und bei Fort of Fortuna gibt es normalerweise sowas nicht. Die haben auch noch irgendwelche Kisten an Bord übrigens. Ja, ja. Schau, siehst du das? Die haben so zwei Schnitterkisten, was wir jetzt abgegeben haben. Die stecken das. Das heißt, die haben starten das Fort of the Dam und dann nochmal. Ah. Das heißt, abschließen, ausgraben, dann die Kiste vergraben. Dann gehst du her, gibst den Lüder. Ah, ja, ich sehe es auch gerade. Die haben volle Beleuchtung, haben die da. Was ist das? Das ist eine Brick, ne? Ja, ist eine Brick. Könnte gut möglich sein. Ja. Ist eine Brick. Naturas. Wir machen Drive-By. Ich spring ab. Ja, mach du. Und die drei uns dann weiter. Kleines bisschen näher vielleicht noch. Mhm. Aber du segelst weiter dann zu Free Paces East, bitte. Ja. Und dann, okay, jetzt ein bisschen mehr rechts. Sonst haben wir es. Also passt, so passt. Kann ich da springen? Vor allem Kiste mit Lumpen und Knochen. Wer will sowas? Das ist eine Commendation. Hm. Oh, jetzt geradeaus. Na los. Einfach geradeaus. Ich mag es, wenn ich aus der Karte herausgezoomt habe und von oben runter schaue, dann bin ich großflächig, der Sicht ist dann großflächig. Mhm. Das tut mir leichter. Na, weil wir noch segeln, brauchst du noch was zum Futter, weil ich hole mir sonst was. Mal jetzt denn echt? Ja. Nee, ich habe spät Pizza gegessen, alles gut. Okay, passt. Dann komme ich gleich wieder. Jo. Weil ich hatte noch einen Zahnreinigungstermin bei Mats und und dann sind die Zähne immer so rau danach und die Geschmacksnerven sind irgendwie noch so ein bisschen, weil dann auch am Zahnfleisch rumgemacht wurde. Ja, die Pizza war nicht so lecker, wie sie hätte sein können, will ich damit sagen. Aber muss man durch, ne? Scheiße. Ah ne, müssen wir drüben abgeben. Boah, ich dachte, wir hätten das vergessen. Haben wir aber nicht. Nein, wo sind die Stoffe? Ah, da oben. Okay, gut. Ich dachte schon, wir hätten nicht mitgedacht.
Vielleicht kommt die Anti-Cheat mit Season 12. Wer weiß? Weil das ist eigentlich seit Day One fällig. Und das gibt's ja immer noch nicht. Und ich spreche natürlich speziell von Anti-Cheat für die PC-Version, das ist klar. Ne? Weil wenn man googelt, erster Link, kann man direkt Cheats kaufen. Macht's nicht, macht's wirklich nicht. Es macht keinen Spaß mit Cheats zu spielen. Und Vulkan. BB. Irgendwas habe ich gehuckt. Ist. Nur eine Köderkiste in der Leere. Na super. Kann man aber auch abgeben, haben wir ja gestern gelernt. Jetzt haben wir nicht mehr so weit entfernt. Garten ist voll nur vorbei und dann sind wir gut dabei. Ja. Bei jedem geilen Scheiß, den ich hätte hupen können, habe ich eine Lagerkiste gehuckt. Naja. Eine Köderkiste, meine ich. Money bringt Money, gell? Typische gegen den. Aber heute rennt es relativ gut, also das finde ich gut. Heute läuft es gut. Ja, keine PvP. Nervsäcke. Jo, definitiv. Also, zu spät gesprungen. Nochmal. Und was denn jetzt? Was hat denn Gutes gefischt? Da war drin Schweinefleisch, ein Wolken drüber Plentyflosser, eine Keule, eine Schlange, sieben Bretter und noch ein bisschen normales Essen. Also für so ein normales Fass war das viel. Definitiv. Gut. Ja, gut. Da komm, huckst mal eins, was wird schon drin sein? Wahrscheinlich nichts Dolles, aber in dem Fall doch. Ab und zu haben wir Glück. Direkt zwei Keulen, die wir nochmal brutzeln können. Ich hab von der Terre alles genommen, warum ist denn der immer nur da? Erst wenn wir es abgegeben haben. Das ist entweder das ist ein Bug oder es ist gewollt so, aber das ist. Normalerweise müsste es eigentlich verschwinden, ja. Aber es verschwindet erst, wenn wir es abgeben. Genau. Und vielleicht ist das so ein Botschafter-Ding, weil es immer Botschafter drin ist. Dann müssen wir wieder zurück zu Deckertuf, das so wieder.
Hühnchen verkugelt. Echt jetzt? Hab's in die Kisten hingelegt. Sorry, ich war oben beschäftigt. Na, es hat nicht gebrannt, immerhin. Aber wir fahren doch blöd dran vorbei, oder? Wir müssen hinter dem Felsen. Und dann rechts. Ja, da kommt's. Gehen wir gleich im Fisch dort auch geben und alles. Das Schleisch. Können wir machen, wenn wir da sind, ja. Und dann lege ich gleich mal an. Wah! Achtung, Bremsung! Boah! Du hast zum Glück die Dinger in der Hand, ne? Also, nein, er will's nicht. Unser Fischmann will's. Aber gut gepackt. Wollen wir nur rüberhüpfen. Wenn du was siehst. So, dann schauen wir uns jetzt Fisch an. Das Wasser gleich unten drin lassen. Es ist doch bekloppt. Da muss ich sagen, das kann man doch realistischer programmieren. Wir nehmen jetzt quasi die gleichen Pflanzen wieder mit, die wir gerade abgegeben haben. Dann kann man sagen, ja gut, das eine wollte da vorne, das andere wollte da hinten, aber das ist doch trotzdem Quatsch. Dann hätte ich ja sagen können, okay, bringen wir liefern eine Ladung rum, da haben wir viermal rum und dafür holst du viermal Pflanzen ab oder so, viermal Stoff. Das macht ja Sinn, aber nee, dass wir so kurz und quer Sachen machen. Naja. Na, Krakenschwall müssen wir es bringen. Krakenschwall? Unterhalb von uns. Müssen wir einfach nur mehr südwestlich. Da unten steht sie. Warte, ich hab noch nicht alles abgegeben. Das dauert so. Bei 35 gibt's bei mir das nächste. Ich bin 33. Das zieht sich so. Können wir weiter? Und einen Moment, ein paar Verwore. So. Hab das restlich aufgenommen, du kannst wieder fahren. Rechts, rechts, rechts. Südöstlich. Na, südwestlich. Südwest. Nein. Direkt nach Süden, eigentlich genau gesagt. Wenn du so willst. Ja, ein bisschen rüber ist es, aber bei südwestlich wären wir auch falsch gefahren. Also, fahr erstmal Stunde nach Süden, dann kommen wir hin. Weil wir müssen eher an die Seite der Insel. Von daher. Lohnt es hier Obstkisten. Cool und ganz. Wir haben nur keine. Jo, leider.
so wie man es anpasst. Ich glaube, ich weiß, wo die bei Kalkenfall ist. Die ist zwischen die Felsen da drinnen, gell? Oder hinter die Felsen immer. Mhm. So bei der reinen seichten Bucht. Mhm. Was eigentlich gar nicht zu schieren, sag ich jetzt mal. Wenn man es leichter. Ich habe gerade einen sehr traurigen Text gelesen, wo eine geschrieben hat auf Social Media, weil sie sehr traurig war, weil ihre Katze vor knapp einem Jahr verstorben ist. Ja, und das halt mit einer schweren Krankheit dann, die. Also erst war nochmal ein halbes Jahr vorne dran, eine Krankheit. Die war eigentlich dann schon fies. Links zu wieder. Und dann, dann sah es so aus, als klappt's wieder und dann und plötzlich ging dann alles ganz schnell. Und ich glaube, das ist der Grund, warum ich mir keine Katze hole. Ich hab zwei davon. Weil je länger du, ich hatte ja früher, das kann man nicht ganz vergleichen, ne? Meerschweinchen und Hamster, die leben ja im Verhältnis kaum. Aber du schließt es halt trotzdem in dein Herz, ne? So ein Tier. Mhm. Und das ist halt das, was viele nicht verstehen, wenn man dann, also die selbst keine Tiere haben oder hatten. Und wenn du dann traurig bist und die dann sagen, ja, Rick, bisschen traurig, es war doch nur ein Tier. Ja, damit, also man kann sich als Mensch nicht so schnell disqualifizieren bei der anderen Person, wie mit dieser Aussage. Und von daher, ja, ist es, wäre ich glaube ich sehr, sehr traurig, wenn ich dann eine Katze, weil die Katzen, wie lange leben Katzen? 10 Jahre? 15 Jahre? 15, es gibt da von meiner Schwester, die hat jetzt 20 Jahre gelebt, also. Ja, die hat dich halt einfach mal 20 Jahre lang begleitet, ne? Mhm. Und dann bist du natürlich traurig, wenn die da nicht mehr ist, also von daher. Vor allem super, super teuer. Ich hatte meine Arbeitskollegin, die war schon ein bisschen älter und die Tochter war schwanger. Mhm. Und der Hund ist dann, während sie im Krankenhaus lag und in den, und es war jetzt klar, das Kind kommt, ist halt dieser Hund schwer, schwer krank geworden. Und die ist halt mit dem Hund halt auch aufgewachsen. Ja, die Tochter. Mhm. Und dann hat sie halt schweren Herzens, sie hat noch einen Haufen Geld ausgegeben. Ich guck gerade, wo wir am besten abgeben. Wir wollen ja noch da hoch. Boah, am besten Dagger Tooth eigentlich. Am besten rumdrehen. Mhm. Schlag voll ein. Mal einen Anker-Turn. Hobby. Ja, und dann hat die halt, ich glaube, samstags hat die noch ganz viel ausgegeben. Richtig, richtig viel, über 1000 Euro oder so. Behandlungskosten für den Hund. Und das machst du natürlich. Es ist ein Familienmitglied. Ja. Da gibst du alles aus, was du hast, um in der Hoffnung, deinem Tier zu helfen. Ne? Aber es hat leider nicht gereicht und dann musste das Tier dann eingeschläfert werden. Montags. Und da war sie halt die Tochter mit dem. Mit ihrem dann schon geborenen Kind im Krankenhaus. Und die Mutter hat es meines Erachtens vollkommen richtig gemacht. Sie hat der Tochter nichts gesagt. Ja, weil sie muss sich auf das konzentrieren, genau. Nicht nur an seelischen. Die muss sie
so oder so schon alleine auf die Geburt konzentrieren. Genau. Und genau. Und seelisch. Genau, wenn du jetzt, das hätte ich so runtergezogen, dass der Hund nicht mehr da ist. Deswegen hat die nichts gesagt. Und dann, als dann das Kind auf der Welt war und die Tochter kam dann auch nochmal die Mutter besuchen, 1, 2, 3 Tage später. Und dann, sag mal, wo ist denn der Hund? Und dann hat die Mutter halt heulend das gebeichtet. Aber die Tochter hat es auch verstanden. Ja. Ja, klar. Die hat dann auch gesagt, war alles richtig, wie du das gemacht hast. Er hätte es anders gesagt. Naja. Wäre eventuell vielleicht ein Blödsinn rausgekommen. Naja, seelische Belastungen sind immer. Holz, Schlange, Feuerwerk. Jetzt kriegen wir die Feuerwerkskiste noch voll. Natürlich und noch nicht. Magic habe ich. Oh, wir haben 2x99 Bretter gerade drin. Na, Fisch. Jetzt haben wir mehr. Ja. Ich kenne es bei meiner Katze. Also ich habe ja vorher 3 gehabt. Die hat dann einen Tumor gekriegt im Kiefer. Ich bin mit ihr zum Arzt röntgen. Wir haben Chemotherapie angefangen. Ich weiß, sollte man bei einer Katze nicht, aber ich habe alles versucht. Er hat nur ein halbes Jahr hat er geschafft. Mit Schmerzmitteln und Chemotherapie dann auf einmal andere Seite. Zuerst rechte Seite, dann haben wir den Kiefer rausnehmen lassen, damit er Ersatzkiefer kriegt. Und dann die linke Seite hätten wir rausnehmen. Und da wollte er nicht mehr. Er hat sich nur mal in die Badewanne gelegt und hat gesagt, nein, danke. Kenn ich. Deswegen, ich kenne die Kosten, was du dann hast. Okay. Wir haben rausgekriegt, rund 3000 Euro. Wow, ist schon viel Geld, ne? Ja, er war zwar nur 14 Jahre bei uns, aber immerhin. Was gescheit dabei? 2 Sachen habe ich gehuckt. Kanonenkugel. Kein Fleisch. So. Haben wir von allem genug. Wenn es uns so anlacht, weißt du? Ja, schon eine Idee. Jo, weiter in die Richtung. Weiter. Ich weiß noch, als ich damals, ich hatte, wie war das denn? Hatte ich zuerst Hamster und dann ein Meerschweinchen? Ich weiß es nicht mehr. Also ich war, ich glaube, ich weiß, wie es war. Ich hatte einen Hamster aus dem Tierheim. Der hieß Silvester und der war ein richtiger Akrobat. Wir sind im Käfig da rumgeturnt. Der hat Spaß gemacht. Der hat richtig Spaß gemacht. Aber der war dann auch traurig, als er dann zu schwach war und dann nicht mehr konnte und dann war es klar. Habe ich gesagt, da war ich aber auch noch klein. Und dann habe ich meinem Vater gesagt, ich fahre nochmal zum Tierarzt, hat er gesagt, aber recht stell dich mal darauf ein, dass ich ihn nicht mehr mitbringe. Ne? Da war ich natürlich auch ein bisschen traurig. Und dann hatte ich aber einen leerstehenden Käfig. Und das geht natürlich auch nicht. Also habe ich mir dann. Ich bin gerade am Überlegen. Haben wir überhaupt noch Zoohandlungen bei uns in der Stadt? Gibt es noch Zoohandlungen im klassischen Sinne? Wir hatten früher 3 Zoohandlungen in der Stadt. Jetzt würde mir nicht eine einfallen. Ah, doch, wir haben so eine Kette. Wir haben so eine. Liga-Zoo oder sowas oder Kölner Zoo. Nee. Ich meine jetzt so eine Tierhandlung, wo du halt Sachen kaufen kannst. Also Tiere kaufen kannst. Ne? So Goldfische, Spinnen. Längst von uns war ein Frack. Egal. Okay. Ich will jetzt dieses Skelett noch töten.
zu den Gamern. Aber bei uns ist es wie ein Megaton. Und nein, Kölner jetzt Zoo geht da oben einer abgeben. Hat er bei uns. Jetzt fahren ja, die auch zu Daggertooth, die Vögel. Wir haben eh keinen Loot dabei. Doch. Also, was haben wir? Und die Fahne. Achso, die Fahne. Ja, die könnten wir vorne auch geben. Die können wir vorne abgeben. Nee, wir fahren jetzt rüber zu Cannon Cove und gehen mal nach bei Port Merrick ab. Ist ja, halt der Schnitter in der Nähe, ne? Ja, aber über Shipwreck Bay vorbei. Hm. Nicht drunter, weil da ist der Schnitter. Also ein bisschen rechts halten. Ja, und genau, und dann habe ich in der Zoohandlung habe ich dann noch einen anderen Hamster mir dann geholt. Ist ja nicht teuer. Ne? Im Verhältnis zu einem Hund oder einer Katze, das kostet ja nichts. Und der Hamster muss ich aber ganz schnell erkältet haben. Also wie lange war der? Den hatte ich noch keine Woche. What? Und dann war er schon nicht mehr. Und dann hat mein Vater gesagt, da fahren wir gar nicht erst zum Tierarzt. Und ich glaube, er hat ihn dann wild vergraben. Ich bin mir nicht mehr sicher. Darf man, glaube ich, gar nicht, ne? Ich habe nichts gesagt. Nö. Und wenn ist es eh verjährt? Wenn ist es eh verjährt? Nur sperrt eher nicht. Also, ich glaube, irgendwo im Wald oder so. Und da war ich dann auch nicht traurig, weil den hatte ich gerade ein paar Tage. Und dann habe ich gesagt, jetzt will ich auch keins mehr. Aber dann hatten wir irgendwie nochmal ein Meerschweinchen. Das hatten wir auch sehr, sehr lange. Das ist uns auch ans Herz gewachsen. Ich weiß noch, meine Mutter hatte nie eine Allergie gegen irgendwas. Ja, ein bisschen Heuschnupfen hatte sie, ja. Und sie hat auch immer mit dem Meerschweinchen, hat sie auf dem Arm gehabt und so. Und mit dem konnte man auch so ein bisschen knuddeln. Und dann hat sie einen Allergietest gemacht. Und dann plötzlich war sie allergisch gegen das Meerschweinchen. War ganz komisch. Wahrscheinlich hängt das nicht mit zusammen, aber ich habe immer noch so im Gedächtnis, dass der Allergietest dann schuld war, dass ich nicht mehr das Meerschweinchen nehmen konnte. Aber das war wahrscheinlich gar nicht so. Zum Beispiel, wie meine Ex schwanger geworden ist mit der Kleinen, haben wir die Katzen ja schon gehabt. Und der Frauenarzt hat dann gleich gesagt, wir müssen irgendeine Impfung machen. Also wie meine Ex, ob wir allergisch sind. Ah. Das Kind dann nicht drauf allergisch ist, auf das Kotzenstroh und hin und her. Ja, da haben wir extra Impfungen noch machen müssen, damit da nichts passiert. Ah, ja, gut. Keine Ahnung. Vorsicht ist besser als Nachsicht, ne? Ja, definitiv, aber wenn zwei Menschen nicht allergisch sind, warum sollte der Dritte dann sein? Ja, ist klar. Ja, schon. Ja, und da ist Anatomie, klar, es gibt genetische Fehler und, ja, aber das ist... Das, du kannst nicht alles vorausplanen. Na, das nicht. Naja, und nachdem das Meerschweinchen noch nicht mehr war, habe ich gesagt, jetzt will ich auch keine Tiere mehr. Halt, rechts von uns ist ja ein... Hab ich, sehe ich schon. Links, okay. Aber links sind noch mehr Felsen. Wir sind nämlich eigentlich schon im Shipwreck Bay drin. Wir müssen dann nämlich gerade wieder raus. Wie kann das sagen, Matti, da lotst die durch. Ist das Schiff oben noch da oder ist das weggetaucht? Warte, hoch. Nee, guck mal, die sind weg. Wir haben abgegeben. Dann gehen wir da jetzt schnell ab. Achso, du meinst, die sind noch da? Nee. Naja, definitiv. Die haben nur die Gildenflagge abgegeben. Na gut. Vielleicht voten sie für was anderes auf. Na gut. Also ja, wenn du es unbedingt wüsst, aber ich bin mir nicht sicher. Nee, wir haben jetzt Nebel, da können wir eh nicht gescheit hinfahren. Ich meine, wir haben zwar nur die Flagge und nur einen Schädel und nur zwei Kisten, aber trotzdem. Das ist unser hart verdienter Loot. Das Vor ist nur offen. Mag das andere, naja. Der Schnitter gibt nämlich gerade auch. Also eng. Die Wellen biegen uns wieder ein bisschen rum. Ich
Ich sehe die Brick durch. Nicht, dass eine Brick. Siehst du die auch? Nur, dass du den Nebel einschaust? Ja, ja, ja. Aber das sind doch die Schnitter. Das sind nicht die Schnitter. Das sind die Schnitter, ja. Da ist noch ein Skelettschiff und da ist noch ein Dreimaster-Skelettschiff. Mhm. Andere dürfte der Sloop gewesen sein, der was mit die drei. Keine Ahnung. Wahrscheinlich. Die wären ja schön blöd, wenn sie als Sloop die Brücke angegriffen hätten. Ja, du siehst ja leider nicht, was für ein Schnitte das ist. Ob es eine Brücke ist oder Galle oder sonst irgendwas. Wie witzig ist das denn? Mein virtuelles Mischpult blendet gerade ein in der Mitte. Karaoke-Button. Removes Voices. Interessant. Also ich wüsste mal gerne, warum er das einblendet, weil eigentlich geh du mal ans Steuerrad bitte, ich muss mal raustappen aus dem Spiel. Ja, die Schnitter sind gerade weg. Haben wohl aufgehört. Ja, dann hab's. So, Flagge hochgehen. Muss mal raustappen, warum er mir das anzeigt. Hätte im Steuer. Windows-Taste. Okay, ich war A, weil ich da drüber war A. Das ist neu. Wo war jetzt dieser Karaoke-Button? Na egal, finde ich jetzt nicht. Karaoke, für was brauchst du denn Karaoke? Darum geht's nicht. Mir geht's einfach darum, dass das Mischpult das jetzt kann. Als Feature, dass er automatisch mit der KI oder AI oder was auch immer die Stimme daraus filtert oder so. Wieder zwei Forts aktiv. Wahrscheinlich immer noch das Fall of the Damned. Mhm. Ist immer noch aktiv. Wir haben es nur nicht fertig gemacht. Verstehe halt nicht warum. Wenn wir richtig gemein werden, würden wir hingehen und würden wir das nein fertig machen. Das ist es. Hm. Oh, fällt's wieder rein. Wer schießt denn da? Da ist eine Galli hinter uns. Who what? Ja. Das dürfen die Schnitter sein. Nee, das war eine Brick. Fahren wir um die Insel drumherum. Mhm.
Wir fahren. Und park mal vorne drin. Mach ich. Was du sehen können, was die aufgewirbelt haben. Mhm. Weil die haben eine Flagge oben gehabt. Holzsammler. Glaube ich. Ja, die machen. Oder was ist das? Kannst du nicht erkennen, die Wellen. Könnte viel nahe sein. Außer die fahren aufs Fort auf die Dämme zu. Ja, wenn aufs andere Fort, aber. Ja, Fort auf die Dämme höchstens. Die fahren aufs Fort auf die Dämme zu. Nee, das ist woanders. Das ist das links. Das ja, genau, da fahren sie drauf zu. Nee, die fahren aufs rechte. Schwarze Tod. Wir müssten aufpassen, weil von da oder von der Insel, die können auch da schießen. Also schießen, wenn Skelette hat. Sagen wir bleiben hier, oder? Und wo ist der Typ? Das ist direkt in der Mitte, der coole sind Skelette. Ja komm, dann fahren wir da rein. Können wir ballern. Schneiden wir die weg. Ach, meine Videos, gell? Ich gebe ein bisschen Sales. Ganz bisschen, nein, das ist schon zu viel. Wir haben alles. Habe ich was zum Essen mit? Habe ich. Das sind die Pflanzentypen, im Wasser heilen sie sich die. Du wirst lästig werden, kleiner Mann. Nein. Du ziehst du weiter daher, oder? Oder triffst du es von dort besser? Rechts ist besser, ja, wenn du rechts in die Mitte ziehst. Also zu mir rechts. Mhm. Und die aus links, wenn du mir guckst. Nee, der ist genau der Stein im Weg. Na kommt Jungs, wo seid ihr? Oh, jetzt brauchen wir die Brandbomben. Nee. Ich bin noch da. Hm.
Jungs, komm zu Daddy. Ach, come on. Habe ich keinen getroffen, wo ich genau zwischen dir geschossen habe? Macht nix. Wie viele sind das denn, wie viele Wellen? Okay. Oh, Keck. Oh, nee. Oh, da ist er, ja. Was ist denn, also? Du bist ein Gaga Mensch. Wo ist denn der jetzt hin? Da rechts. Oh, da ist er schon. Du musst ihn herziehen. Kommst aber da. Ja, ja, komm runter. Kann nix. Man muss dazu sagen, es war auch einfach mit der Kanone. Ja. Warte mal, der ist doch da, wo ich jetzt gestorben. Warte mal, warte mal, warte mal. Ja, guck das mal an, was wir gekriegt haben, schönes. Es bringt ein bisschen was an Kohle. Nimm nicht das. Ein ja, meuterisches Abbild. Ach, so ein kleines Holzschiff. Ja. Haben wir nur Wasser unten drinnen? Ich glaube nicht, aber. Warte, ich will mal ein schönes Bild machen hier. Moment, Seitenleiste weg und Kamera weg. Wo ich noch das mit den Wellen gut sehe. Okay, wir müssen aus Wasser raus. Warte mal. Bring uns mal aus Wasser, bitte. Ja, mach ich. Hab ich nämlich ein Thumbnail. So. Lass uns zu dem Außenposten rechts fahren. Können wir es abgeben. Mhm. Hab ich nämlich gleich schöne Beleuchtung, dann kann ich mich hier hinstellen. Rechts. Das andere rechts. Na schon, da rechts, Tommy. Den Außenposten habe ich jetzt nicht gesehen. Nee. Mach nichts. Ja, aber ich hätte gern die Beleuchtung. Soll ich das Segel ein wenig minimieren? Nö, nee, passt, alles gut. Ja, perfekt. Kann ich mir so ein Thumbnail rausziehen. Gut. Dann lässt sie wieder hin. Bei 2:31 ungefähr habe ich damit angefangen. Dieser goldene kristallene Schädel aus Gold.
Haben wir keinen einzigen Köder? Kann nicht sein. Wir hatten doch vorhin welche. So, wir müssen, glaube ich, alles oben haben, was wir abgeben können. Oh nein, die Kugelkiste noch. Ja, genug Kugeln hätten wir. Ja. Genug Kugeln haben wir. Ja, man darf eins nicht vergessen, alle die dann neu anfangen dieses Spiel, egal welche Konsole oder auf PC, die können ja gar nicht beim Schnellabgabepunkt abgeben, das geht ja gar nicht. Ja, die müssen das erst einmal 15 machen. Die brauchen erstmal ein Schiff, das sie sich kaufen können. Weil erstmal, doch. Also du meinst... Dass du hier abgeben kannst, wo wir jetzt hinfahren. Ach so. Dass du da abgeben darfst, dafür musst du ein Schiff besitzen, dass du einen Captain hast. Dann... Ja, sonst redet er nicht mit dir, weil ich habe gesagt, komm, willst du nur kurz Grafikeinstellungen testen? Und bin dann einfach mit einem normalen Schiff rein und hab dann gesehen, okay, das ist ein Wrack. Komm, plünderst das schnell und bin dann wieder hierher gefahren, der Schlafkörperpunkt, dann sagt er, du bist kein Captain, ich rede mit dir nicht. Na, weil es mich hat irritiert, weil du gesagt hast, Schnitter. Habe ich Schnitter gesagt? Nee. Doch. Meinte ich aber nicht. Gesagt. Sondern du meinst die Herrscher. Also. Nee, nicht Herrscher, einfach nur, dass alle, die neu anfangen, hier halt erstmal nichts machen dürfen. Ja, erstmal ein Schiff kaufen müssen. Sollte es gewesen sein. Ja, eigentlich schon. Ich will das andere ganz zum Schluss abgeben. Weil ich wissen will, was es dafür gibt, Jackson. Ja, ich hab's in der Hand. Okay, gut, dann gebe ich den Rest ab. Im Zählenorden gibt das dann, ne? Okay, mach. Ja. Wie sie sehen, sehen sie nichts. Ah, jetzt kommt Geld. Okay. Kann es aber nicht gewesen sein, ne? Nur 900? Kann ich mir nicht vorstellen. Hat Goldsammler nicht gereicht, aber Händler bin ich Stufe 90. Immerhin kann ich da was holen. Ich habe schon mal fürs Abgeben. Hast du? Hab ich schon. Okay. Jetzt? 5000. Ja. Ja, das war die Flagge. Oh, war das die Flagge? Ja. Reformierte Händler und die Puppe gibt's dann für 95. Hm. Aber das kannst du schon kaufen. Naja, habe ich jetzt beides. Gut, ich bedanke mich bei dir gerne wieder. Ich sage danke vielmals. Und wir haben ja ein bisschen was zu leveln die Tage. Mal gucken, ob wir hier wieder weitermachen.
Andere Spiele gibt es ja auch wieder. Ich gehe schon mal aus dem Discord. Ich wünsche dir eine gute Nacht. Ebenso. Und wir schreiben. Ciao. Bis dann. Ciao, ciao. So. Das war Sea of Thieves für heute. Wir hatten noch ein bisschen Bock. Wir waren noch ein bisschen wach. Und ich sag mal so ab 2,5 Stunden bis so 3 kann man auch ein bisschen was hier erreichen und ein bisschen was leveln. Ja, so alles andere, was kürzer ist, lohnt sich Sea of Thieves meines Erachtens einfach nicht. Aber wenn wir Bock haben und Zeit, packen wir es immer mal wieder aus. Auch mal wieder zu dritt, auch mal wieder zu viert, spätestens am Sonntag mit den Sonntagspiraten. Gucken wir mal, wie wir da wieder segeln. Ansonsten schauen wir spontan, wer Zeit und Bock hat unter der Woche, dann packen wir es da nochmal aus, in dieser schönen Karibik rumzusegeln und weiter zu leveln. Eigentlich müsste ich auch jetzt mal Athena nochmal anpacken. Das Ding ist halt, ich habe sehr viel Athena gelevelt gehabt die Tage, weil ich es halt auch voll kriegen wollte. Aber jetzt hätte ich gerne das Goldsammlerkostüm, ich hätte gerne das Handelsbundkostüm. Weil das 100, die auf Stufe 100 erreicht man eher mal schneller, als bei Athenas Segen mal hochzukommen, mal auf 100. Ne? Das zieht sich nämlich. Könnte man sagen, ja, mach auch doch erstmal das nebenbei immer mal wieder. Machen wir auch mal wieder, ist klar. Wir haben es halt jetzt viel gemacht. Also irgendwie gerade mal so die anderen so ein bisschen fokussieren, aber wir schauen einfach mal. Ne? Genau, wie es hier die Tage weitergeht. Aber jetzt geht's für mich ins Bett. Deswegen ist an dieser Stelle hier jetzt Schluss. Und zwar für den Livestream, wie für die YouTube-Aufnahme. Deswegen für alle, die dabei waren oder die das Ganze hier nachgeschaut haben, bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Mein Name ist Fitzfuchs. Wir sehen uns im nächsten Livestream oder Video.